und herzlich willkommen. Zum Teil exotischer Früchte und andere Vermehrung. Tralala, Juppadi und Juppada. Warum ich diesen Film jetzt mache, ist, ich hatte gerade einen Film gemacht und dann habe ich mal ein bisschen rumgeguckt. Mir ist aufgefallen, dass ich am Wochenende was vergessen habe. Und zwar hatten wir hier ja die Kartoffelsamen reingepackt und ich habe gerade reingeschaut und es hat sich was getan. Und das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Und bei der Gelegenheit auch ein paar andere Sachen noch. Auch bei der Mistel hat sich was getan. Und hier ist das Stiefmütterchen, oder eines der Stiefmütterchen. Wir hatten ja damals durch Samen Stiefmütterchen vermehrt. Und wie wir das gemacht haben, dazu hatten wir einen Film gemacht. Den Film hänge ich euch unten in die Beschreibung mit rein, wenn ihr das sehen möchtet, wie das geht. Auf jeden Fall fangen die Stiefmütterchen jetzt an zu blühen. Und es hat sich noch einiges anderes getan. Von daher werde ich heute einen zweiten Film machen, da ich ja am Wochenende nicht so fit war und auch keine Lust hatte so richtig. Darum gibt es heute mal zwei auf die Ohren. So, in dem Sinne fangen wir jetzt mal an. In der Hoffnung, dass wir das gleich richtig sehen können, kippe ich das Wasser jetzt mal mit den Samen hier drauf. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wenn nicht, mache ich gleich eine andere Einstellung. Ja, ich glaube, es hat funktioniert. Man kann also die kleinen Samen erkennen. Mit jetzt was hier zum Zeigen. Ja, ich war total aufgeregt, deswegen mache ich den Film heute. Also das war einfach nur, ist nur genial. Also hier sieht man das. Dort kommt eine Keimwurzel heraus. Auch bei anderen sind also mehrere schon am Keimen. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie gesagt, die sind jetzt 2 Jahre alt. Mal eben gucken. Da. Und da sieht man das auch sehr schön. Die kleinen Wurzeln herauskommen. Also ich war so begeistert. Und wie gesagt, die sind 2 Jahre alt, die Samen, dass die noch so keimfähig sind. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist einfach nur genial. Kartoffelsamen keimen. Yeah! Yippie! Und hier mal die Samen der Kartoffeln, die wir direkt auf die Erdoberfläche gestreut hatten. Das Ganze hatten wir abgedeckt, warm gestellt aus Aquarium und das Licht. Und auch hier können wir sehen, dass die Samen bereits anfangen zu keimen. Also ist durchaus möglich, die Samen direkt einzusehen, um sie zum Keimen zu bringen. Wie gesagt, das Ganze natürlich abgedeckt, damit die Feuchtigkeit hier drin bleibt, also eine gespannte Luft ist, damit die Samen nicht austrocknen. Vergleichsweise haben wir das Ganze dann nochmal mit Abdeckung gemacht, also mit Erdeabdeckung gemacht. Also wir haben ein bisschen Erde oben drauf gestreut. Da hat sich im Moment noch nichts getan, aber ist auch kein Wunder, weil es ja gerade erst anfängt zu keimen, von daher können wir da natürlich noch nicht sehen. Auf jeden Fall, diese Variante funktioniert, die Samen direkt auf die Erde streuen, natürlich die Erdoberfläche dann feucht halten, die Samen feucht halten, warm stellen das Ganze und dann fangen die Samen recht schnell an zu keimen. Ja, ihr seht, ich bin ein bisschen aufgeregt, also dass die Samen so schnell keimen, damit habe ich im Leben nicht gerechnet, vor allem weil sie schon 2 Jahre alt sind. Das waren jetzt 4 Tage und nach 4 Tagen können wir tatsächlich die Würzelchen schon sehen. Also das war einfach nur was. Ich war vorhin so aufgeregt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie gesagt, wir haben diese Behälter abgedeckt, sie stehen warm unterm Licht beim Aquarium, auf dem Aquarium bzw. Und ja, also ich bin gespannt, wie die Kartoffeln sich weiterentwickeln, beziehungsweise die Sämlinge. Wir werden natürlich nicht alle zur Auspflanzung bringen, sondern nur ein paar Pflanzen da und dieses Jahr es etwas an Platz mangelt, aber das wird sich bei gegebener Zeit ändern, da ist schon was in Planung, aber ich will nicht zu viel verraten, jetzt erzähle ich das in jedem Film. So, was machen wir jetzt? Es gibt noch was ganz Besonderes, wie gesagt, die Mistel, da tut sich was und wir haben noch etwas und zwar hier dieses Pöttchen, das haben wir damals auch gemeinsam eingesät, auch den Film hänge ich euch entweder in die Beschreibung oder in die Infobox. Müsst ihr mal gucken, irgendwo ist da drin, Infobox oder Infokarte heißt es eigentlich, also weitere Informationen. Da müsst ihr einfach mal mit der Maus über den Bildschirm fahren und dann seht ihr oben dieses I in der Ecke und wenn ihr da drauf klickt, dann kriegt ihr weitere Informationen, entweder zu Filmen, die vorab gelaufen sind oder interessanten Filmen oder Berichten oder Playlisten oder dergleichen. Also immer wieder mal reingucken, es lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an und noch ein paar andere Sachen. Wie gesagt, die Mistel auf jeden Fall. Viel Spaß beim Zuschauen weiterhin. Die Blutpflaume. Ja, das sind die Samen von der Blutpflaume, die wir eingesät hatten. Wir haben es auf verschiedene Varianten gemacht. Das ist jetzt die Variante, wo wir den Samen geknackt haben. Das heißt also, wir haben den Samen, beziehungsweise den Kern, wir haben den Samen aus dem Kern herausgeholt und haben den Samen direkt eingepflanzt. Standort war die ganze Zeit seit der Einpflanzung draußen bei Wind und Wetter. Die haben also teilweise auch noch Frost gekriegt seit der Zeit oder in der Zeit beziehungsweise. Und die sind jetzt vor circa einer Woche aufgegangen, beziehungsweise der eine hier vorne, der andere in der hinteren Ecke etwas später. Auf jeden Fall kann man
Blutpflaumen durch Samen vermehren. Die Frage ist jetzt natürlich, wie wird die Pflanze sich weiterentwickeln? Bekommt sie auch rötliche Blätter oder die ursprüngliche Form der normalen Pflaume? Also das werden wir im Laufe der Zeit sehen, wie die Blätter sich entwickeln und auch die Pflanze und ob wir gegebenenfalls auch einen Bonsai daraus machen. Denn jetzt haben wir die Möglichkeit, ihn direkt aus dem Samen heraus vorzubereiten zu einem Bonsai. Und das wäre eine sehr interessante Geschichte, denke ich mal. Auf jeden Fall diese Variante mit Kernknacken hat funktioniert und die Blutpflaumen wachsen. Die anderen werden wir weiter beobachten, die stehen auch noch draußen, genauso wie die Mammutbaumsamen, die stehen auch noch draußen, die waren auch im Winter über draußen und ich denke mal, die Kaltstratifikation im natürlichen Verhalten, beziehungsweise in der natürlichen Umgebung ist voraussichtlich wesentlich besser als die Kühlschranktechnik. Auf jeden Fall sind sie sehr schön gekeimt und wachsen. Jetzt zeige ich euch nochmal die beiden Pinien, die Sämlinge. Auch die wachsen wunderbar weiter. Und man kann auch erkennen, dass das Triebwachstum, also Längenwachstum, im Gange ist. Ich denke mal, das kann man sehr schön sehen, dass der Trieb also weiterhin nach oben wächst. Bei beiden Pflanzen relativ gleich. Und von der Wurzel her, mal gucken, kann man das erkennen jetzt hier bei dem Licht. Ja, hier unten sieht man es, also Wurzelwachstum ist nicht so stark. Und von daher können die also durchaus in diesem kleinen Pöttchen noch eine gewisse Zeit drin bleiben. Und wie schon gesagt, also diese Pinien, Samen, 48 Stunden Wasser einweichen, dann einpflanzen und warm stellen, damit sie auch keimen. Auf jeden Fall entwickeln sich die Pinien richtig prächtig, stehen immer noch unterm Licht, unterm Zusatzlicht natürlich, damit sie, wie gesagt, auch dementsprechend wachsen können. Die japanische Faserbanane, auch die entwickelt sich weiter, bekommt hier oben jetzt das neue Blatt, das ist jetzt das dritte Blatt mittlerweile, dann was sich heraus wächst aus dieser Pflanze. Auf jeden Fall steht die auch noch warm auf dem Aquarium und dementsprechend hell natürlich. Also die wächst wirklich sehr, sehr schön. Und man sieht auch hier, also nicht zu nass halten, ne? Die Erdoberfläche schon abtrocknen lassen, bevor man wieder gießt, damit das Ganze nicht zu nass steht. Und wir haben hier auch keine Löcher drin, da wir hier beobachten können, wie feucht das Ganze ist. Von daher ist hier zwingend kein Loch notwendig. Wenn ihr das macht, dann macht da bitte Löcher rein. Aber für mich ist es manchmal dann doch besser, wenn keine Löcher drin sind. Dann kann ich das A besser beobachten und auch gezielter bewässern, weil unten dann auch kein Wasser herausläuft. Wo wir jetzt bei der Banane sind, sprechen wir kurz was an das Thema Düngen. Also solch eine Pflanze düngen wir mittlerweile auch. Es ist allerdings etwas schwierig. Also man sollte nicht die angegebene Menge düngen, die auf Flüssigdüngerbeschreibung drauf ist bei solchen kleinen Pflanzen, sondern das Ganze verdünnt man nochmal. Also wir haben hier zum Beispiel eine Gießkanne stehen, hier ist Wasser drin, das ist gefiltert, also durch so einen Wasserfilter, damit hier nicht so viel Kalk drin ist. Muss man nicht immer machen, aber meistens mache ich das. Ab und zu gieße ich auch mit normalem Wasser, aber in der Regel dann doch mit gefiltertem Wasser. Hier haben wir eine Gießkanne, dort haben wir eine Düngerlösung drin, nach Angabe des Herstellers und zusätzlich noch etwas Eisenphetrilon mit eingebracht. Und hiervon, wenn wir hier eine Gießkanne haben, gieße ich dann jedes Mal einen kleinen Schluck vor dem Wässern einfach mit rein. Das sind dann im Prinzip, ja, wie sagt man, zwei Pinneken voll oder auch drei Pinneken voll, auf gut Deutsch gesagt, also nicht so viel. Einen kleinen Schluck mit reingeben in dieses Wasser, das Ganze natürlich nochmal untermischen und dann gießen wir damit auch die anderen kleinen Pflanzen und so bekommen die auch schon einen Teil mit an Nährstoff. Nicht ganz so viel, denn das Verhältnis hier, Pöckchenverhältnis, ist natürlich relativ klein und wenn man hier zu viel Nährstoffe reinbringt, schadet das den Wurzeln und von daher lieber stetig etwas als einmal zu viel, denn sonst verbrennen die Wurzeln, wie gesagt. Und durch diese Verfahrensweise können wir also die Düngerlösung sehr gering halten und haben ständig eigentlich Nährstoffe zur Verfügung für so kleine Pflanzen. Gegossen werden die jetzt etwa alle 2-3 Tage. Ist natürlich auch abhängig von dem, wie viel Wasser die Pflanze verdunstet und auch die Luft rundherum. Je wärmer es ist, umso mehr Wasser verdunstet natürlich. Und von daher muss man schon darauf achten, wie viel man gießt. Auf jeden Fall kann man durch dieses Verfahren wenig Dünger im Wasser die Pflanzen auch mit versorgen. So. Aufregend heute, könnt ihr euch nicht vorstellen. Also für mich ist das richtig, richtig aufregend. So, schauen wir uns jetzt mal kurz die Chili von nahen an, damit wir auch mal die Blüte sehen können, wenn ich es dann jetzt richtig drauf kriege. Das ist jetzt die erste Blüte der Chili. Und ich versuche sie jetzt mal ein bisschen näher drauf zu kriegen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Das Bild vielleicht ein bisschen verwackelt. Man kann sehr schön die Blüte der Chili erkennen. Und wie gesagt, auch neue Blütenknospen entwickeln sich hier überall.
Also da bin ich doch sehr überrascht, dass die so schnell anfangen zu blühen. Ich bin mal gespannt, ob die, ob man die auch selber bestäuben kann. Ich habe es jetzt mal versucht, ob sich daraus schon eine Chili entwickelt oder nicht. Da bin ich mir jetzt noch sicher. Und es ist auch das erste Mal, dass wir die Chili heranziehen aus einem Samen, um dort dann später auch mal ernten zu können. Auf jeden Fall. Chili ist eine sehr interessante Sache in der Pflanzenanzucht. Das wollte ich euch auch mal kurz zeigen. Filmtechnisch ist manchmal ein bisschen schwierig, gerade wegen der Lichtverhältnisse, je nachdem woher das Licht kommt, damit man keinen Schatten bekommt. Habe ich jetzt mal ganz einfach gemacht. Und zwar habe ich mir hier so einen Fleischerhammer hingelegt und den Topf dort schräg drangestellt, damit ich den passenden Lichteinwurf habe und damit man die Blüte dann dementsprechend auch filmen kann, weil ansonsten, wie gesagt, hat man Schatten, also muss man sich manchmal ein bisschen behelfen. Ich wurde gebeten, die Drachen nochmal zu zeigen, also die Kakteen, die wir aus der Drachenfrucht herangezogen haben. Auch die wachsen immer noch prächtig hier im Schälchen. Was ich noch genau damit mache, weiß ich im Moment noch nicht. Lasse einfach erst noch drin, mal gucken, ob mir noch irgendwas einfällt oder nicht. Auf jeden Fall wachsen sie weiterhin prächtig. Wurzelwachstum hier ist so gut wie fast gar nicht. Ein ganz, ganz kleines bisschen kann man es vielleicht sehen, aber wirklich viel Wurzelwachstum ist hier nicht drin zu sehen. Von daher ist auch die Konkurrenz der Pflanzen gegenüber nicht sehr groß. Und von daher können die also auch noch eine Weile hier im Topf verweilen. Und gegebenenfalls können wir uns auch Stecklinge davon schneiden später. Die wachsen ja auch prächtig. Dann nehmen wir jetzt mal den kleinen Drachen, den wir damals zurückgeschnitten hatten. Wir sehen hier, dass sie also zwei Triebe entwickelt haben, ein kleiner und ein etwas größerer. Den kleinen werde ich jetzt versuchen, ganz herauszuschneiden. Das mache ich gleich, weil da muss ich die Schere von nehmen. Zumindest werde ich den hier jetzt erstmal wieder einkürzen. Denn wir wollen ja versuchen, daraus einen Bonsai zu machen. Und den anderen, den werde ich jetzt eben noch abschneiden. So, da ich da jetzt ein bisschen schlecht drankomme, nehme ich die Schere und schneide den ganz heraus, sodass wir jetzt noch einen kleinen hier stehen haben und mal sehen, wie der sich weiter verzweigt und ob wir daraus tatsächlich einen kleinen Bonsai machen können. Hier haben wir die Wüstenrosen, die wir eingepflanzt hatten von der Mo. Das ist die Orange, wachsen also prächtig. Auch hier sieht man, das Substrat ist nicht feucht. Bereits auch abgetrocknet, aber auch hier werde ich noch nicht gießen. Erst wenn es etwas mehr abgetrocknet ist. Und wie gesagt, die Pflanze ist sukkulente, die stehen lieber mal etwas trockener, also eine Zeit lang trocken als zu nass. Sollte man ein bisschen darauf achten. Und man kann das ja jetzt auch hier verfolgen. Auch hier ist Substrat nicht sehr nass und das Pflänzchen wächst trotzdem sehr schön. Das ist die Stuning. Die wächst etwas schlanker als die andere. Und mal gucken, wie sie sich weiterentwickeln. Wie gesagt, nicht zu nass halten. Das ist also ganz, ganz wichtig. Das ist die momentane Entwicklung der Kiwi-Sämlinge. Man kann jetzt sehen, es kommt in der Mitte ein Blättchen heraus. Also die wachsen sehr gut, stehen bei Zimmertemperatur mit Zusatzlicht und entwickeln sich prächtig. Das ist der Wassermelonen-Sämling, entwickelt sich auch prächtig, steht auf dem Aquarium unterm Zusatzlicht. Ist etwas langstielig damals geworden, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall, das Wachstum oberhalb ist jetzt sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, gedrungen. Ist also nicht mehr so langstielig jetzt, man sehen kann. Also eigentlich jetzt optimal. Ich bin mal gespannt, ob wir die auch noch tiefer pflanzen können. Aber ich gehe da jetzt einfach mal von aus. Ich hoffe, dass es dann bald warm genug draußen ist, dass sie da draußen können. Aber ich denke mal, vor Mitte, Ende Mai wird das wohl nicht der Fall sein. Es sei denn, wir schaffen es noch, das Gewächshaus aufzubauen. Aber da bin ich immer noch am Zweifeln, da wie gesagt sich einiges noch ändern wird in diesem Jahr. Von daher bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das jetzt noch wagen sollen oder nicht. Auf jeden Fall, bis jetzt sehen die Pflänzchen ganz gut aus. Das ist jetzt die Mistel, also das ist sehr interessant. Wir hatten ja damals, kam hier aus der Ecke, also von hier, der komische Trieb da heraus. Und jetzt kommt ein zweiter heraus, von hier unten. Also das sieht aus, als wenn da so Rüssel herauskommen, die versuchen sich ans Holz zu saugen. Ich werde mal versuchen, das jetzt noch ein bisschen anders zu zeigen, ob das funktioniert. Aber es ist ein bisschen schwierig hier drin. Ich kann euch sagen, das ist eine Fummelei mit der Aufnahme hier. Aber ich denke, man kann ganz gut erkennen, ich stelle es noch ein bisschen heller, dass also dieser Rüssel jetzt
versucht, tatsächlich irgendwie an das Holz zu kommen, sich daran festzusaugen. Ob das wirklich jetzt so der Fall ist oder nicht, wissen wir natürlich noch nicht, aber das werden wir natürlich weiter beobachten. Auf jeden Fall ist jetzt ein zweiter Rüssel herausgekommen hier unten. Und ja, also sehr interessant, wie das Ganze funktionieren soll. Ich weiß es noch nicht, wie sich daraus eine Pflanze entwickeln soll. Auf jeden Fall sehen wir, dass das aussieht wie Rüssel. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Rüssel, wenn sie direkt angekommen sind am Holz, sich irgendwie mit irgendeinem schleimartigen Zeug oder so versuchen, ja, anzuhaften und dann ins Holz einzudringen. Das selber können wir dann natürlich nicht sehen, aber naja, mal schauen, wie die Mistel sich weiterentwickelt und ob sich dort noch ein Pflänzchen daraus entwickelt. Also das ist wirklich sehr interessant zu beobachten. Ich hoffe, ihr könnt mit der Aufnahme was anfangen. Wie gesagt, ist drinnen doch ein bisschen schwierig zu filmen. Natürlich genauso wie draußen bei so kleinen Sachen. Aber naja, nichtsdestotrotz sehr interessant. Ihr seht, so schnell wird es nicht langweilig. Also das mit der Mistel ist wirklich eine ganz geniale Sache, dass wir das beobachten können, wie die Pflanze sich im Laufe der Zeit entwickelt. Und eins hatte ich wohl vergessen zu erwähnen, und zwar die Kiwi-Sämlinge. Die stehen noch im Mini-Gewächshaus hier. Und die Tomatenpflanzen, ich denke mal, die sind jetzt reif, dass wir sie endlich umtopfen können. Die stehen immer noch in kleinen Töpfchen hier, vorzugsweise in so einer Schale, da kann man sie besser wässern. Dann trocknen die eigentlich so schnell aus, da kann man auch mal ein bisschen mehr wässern für kurze Zeit, also für einen Tag, aber allerdings nur. Nicht, dass die also im Sumpf stehen irgendwann, sondern nicht ständig im Wasser, sondern zu gegebenen Zeit dann das Ganze wieder antrocknen lassen und wieder wässern. Und die bekommen natürlich auch Flüssigdünger, so wie ich es vorhin erwähnt hatte. Ja, und Stiefmütterchen, die Geschichte hat sich auch gelohnt. Und wie gesagt, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch den Film gerne ansehen. Auf jeden Fall war es für mich heute ein sehr aufregender Drehtag. Und ich hätte nicht gedacht, dass so viel heute Film hatte ich eigentlich gar nicht vorgehabt. Wie gesagt, letzten Tag ging es mir nicht so gut. Heute geht es mal wieder besser. Warum das so ist, wissen die meisten ja von euch. So, ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Und viel Spaß mit euren Pflanzen. Und ich bin gespannt, was dieses Jahr sich noch alles so entwickelt, auch bei uns privat. Wie gesagt, wird sich einiges ändern, aber dazu zur gegebenen Zeit dann etwas mehr. So, bis denn. Ciao, ciao.